Hallo Freunde, ist mal wieder ein wenig her, dass wir das uns das letzte Mal hier gesehen haben, in der Welt von Fable. Ja, ich wollte es einfach mal so langsam zu Ende bringen, so nach 3 Jahren oder wie lange das jetzt schon her ist, dass ich hier angefangen habe. Dann brülle ich erstmal ein bisschen rum. Ja, lustigerweise habe ich das schon mal irgendwann aufgenommen in der letzten Zeit. Aber dann war das natürlich total synchron und dann hatte ich keine Lust, das hochzuladen und dann hat sich das wieder alles verschoben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal so ein bisschen Hauptstory-mäßig weiter. Da müssen wir wohl mit dem Orakel sprechen in Snowspire. Das letzte Mal waren wir da in der Nekropolis und haben da tolle Sachen gemacht. Und dann haben wir uns hier ja den netten Hut abgeholt, den wir gerade tragen. Mal gucken, wie gut der eigentlich ist. Der kann auch bestimmt locker mit unserem Helm mithalten, den wir sonst tragen. Ich könnte auch auf den Hut gehen einfach. Wo ist denn unser Hut überhaupt? Den hier haben wir sonst immer. Ja, plus 61. Pff, ist ja eigentlich nicht viel, ne? Den hier fand ich auch mal ganz cool optisch. Da kommt sie mir einfach mal auf. Den Zuhälterhut. Okay, dann ziehen wir mal Richtung Snowspire, um da mit dem Schrein zu sprechen. Wie gesagt, die paar Folgen hatte ich schon mal irgendwann im Kasten und ja, das musste ich dann leider wieder zurücksetzen, meinen Fortschritt. Keine faulen Tricks. Nee, keine Sorge. Ich habe nie faule Tricks auf Lager. Ich bin ja nur der Bösewicht, der mal seine Schwester geopfert hat, um dieses tolle Schwert zu bekommen hier. Muss auch mal wieder ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Das ist schon etwas her jetzt. Ja, genau. So zaubern wir. Da haben wir unsere schönen Zauber. Ja, genau. Ja, okay. Aber dennoch stockt es immer so ganz leicht. Entdeckt. Sehr gut. Sehr gut. Es ist Zeit, das Orakel aus seinem Todesschlummer zu erwecken. Okay. Oh, großes Orakel, gewähr uns deine Weisheit. Welches Böse erhebt sich in diesem Land? Die Prophezeiung ist erfüllt. Das Gildenmitglied ist hier. Ja moin, hier bin ich. Ihr folgt den Fußstapfen dessen, der die Maske trug, die ihr nun habt. Messer Jack hat die schlafende Kraft der Herbeirufer geweckt. What? Hinter dem Bronzetor speiste er seine neue Hülle mit dem aussieht, Blut eurer Familie. Jo. Aber jetzt habt ihr seine Seelenmaske. Ihr müsst damit Archons Schrein speisen und das Tor öffnen. Geht jetzt. Stellt euch eurem Schicksal. Jack hat dem Tod also wieder ein Schnippchen geschlagen. Er ist wirklich einzigartig. Ich beneide euch nicht. Das Bronzetor ist schon lange ein Symbol des Verderbens. Kehrt zur Dornenrose beim Schrein zurück. Vielleicht weiß sie, wie Jacks Seelenmaske verwendet wird. Ich muss zur Gilde. Das Schicksal sei euch gnädig. Okay, warum musst du jetzt zur Gilde? Du hängst doch immer oder seit Jahrzehnten hier ab. Um mit dem Orakel zu interagieren, benutzt eines der 4 Glyphenausdrucksmittel in der Mitte des Podiums. Haben sie erstmal schön YMCA gemacht. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Cool, eine neue Questkarte. Habt ihr das gehört? Das Orakel ist erwacht. Ich wusste, es war keine Legende. Nee, ich hab's nicht gehört, weißt du? Die für seine Befragung nötigen Ausdrucksmittel. Wartet mal, seid ihr nicht der die Glyphen fand? Ja, richtig, das hast du gut erkannt. Worauf wartet ihr denn noch? Verwendet eure Ausdrucksmittel und befragt es. Okay. Nein, so nicht, nein, so. Ausdrucksmittel. Was soll es denn sein? Grundhaltung bestimmt. Da. Kalran. Erstmal fragen wir, why? Vielleicht.
Vielleicht sollte ich mit euch mein Wissen teilen über der Gildenmeister. Über der Gildenmeister. Heutzutage mag er zwar für seine ruhige Art und eher als strenge Autorität denn als Abenteurer bekannt sein, aber dies war nicht immer so. What? Nicht? In seiner Jugend, als er sich Weaver nannte, gehörte er zu einer Gruppe von Helden, zu denen auch Mace zählte, die gegen das vorherige Gildenregime und deren Beschluss rebellierten. Nur tugendhafte Quests anzubieten. Die tugendhaften Quests. Na, ein Glück haben sie es gestürzt, wie es scheint, weil sonst hätte unser Held gar nicht so existieren können. Viel Blut wurde bei dieser kurzen Revolte im Namen der Freiheit vergossen, sodass die Heldenzahl ohnehin gering in einer Welt, in der die Willenskraft immer mehr schwand, auf ihren niedrigsten Stand seit Jahrhunderten sank. Uiuiui. Schnitter schlug Weaver als neuen Gildenmeister vor. Er sah in ihm bereits den ernsten und unparteiischen Mann, der er einst werden würde. Und aha, denjenigen, der das moralische Schicksal aller künftigen Mönche in ihren eigenen Händen lassen würde. Ja, ist eigentlich mal ganz, ganz nice, wenn man so Hintergrundstories nochmal da so bekommt. Können sie ja einmal alle durchgehen. Gehen wir mal zu Morrig. Das Zeichen von Morrig. Ich werde euch die Legenden dieser Welt offenbaren. Spricht nicht der gleiche gerade? Also immer noch Y? Lasst mich überlegen. Dämonentüren. Ui. Das Leben eines Steins, dem Bewusstsein eingehaucht wurde, ist niemals einfach. Aber wir alle dienen einem Zweck, für den wir geschaffen wurden. Mein Zweck ist, Geschichten zu sammeln, alte Geheimnisse der Vergangenheit zu hüten und von schrecklichen künftigen Ereignissen zu künden. Ich finde schön, wie es so richtig mystisch hier ist und dann diese fröhliche Musik im Hintergrund. Aber das heißt ja dann, dass das auch Dämonentüren sind, die Typen da. Der Dämonentüren ist der Schutz des Reichtums, der hinter ihnen liegt, und die Erfindung von Spielen und Rätseln Spielen. Zu prüfen, die ihn suchen. Okay. Kalran. Das Zeichen von Kalran. Ihr sucht die Geschichten von Bestien und Monstern. Ich werde euch etwas Balverine. Oh mein Gott. Der erste Balverin wurde die Story kennen wir doch, oder? Einer noch schrecklicheren Kreatur geboren, dem Balvorn, die auf dieser Welt lebte, als Götter und Dämonen noch regierten. Als dann Menschen unter ihnen weilten, fraßen die Balvorn das Fleisch von tausenden Menschen gleichzeitig. Nur einmal überlebte ein Mensch einen solchen Angriff. Er wurde zum ersten Balverin und sein Fluch hat bis heute überdauert. Ja, na, das ist natürlich nicht so geil. Na, guck mal, wenn man hier unten sich so dreht, dann sieht man, dass es immer so ganz leicht stockt. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, jetzt haben wir aus Versehen doch YMCA gemacht, aber das lohnt uns ja nicht stören, ne? Das Zeichen von Avisto. Ihr sollt von der Geschichte des Landes hören. Vielleicht würdet ihr Argon. Heutzutage weiß man nur noch wenig über das alte Reich. Argon ist ein Name, der viele Generationen überdauerte. Eine Linie mächtiger Könige, vereint durch eine einzigartige Blutlinie und durch den Besitz des Schwertes der Ewigkeit. Als Jack es fand, war es nur noch ein Abglanz der Waffe, die es einst war. Und der Name Archon hat sich so weit von der Realität dieser Könige gelöst, dass er für die heutigen Menschen bedeutungsleer geworden ist.
Aber der erste Archon wirft noch immer seinen Schatten auf diese Welt. Eine Welt, die nicht existieren würde, hätte er sie nicht den Göttern entrissen, die sie vor dem Zeitalter der Menschen besaßen. Besaßen. Coole Stimme. Und coole Hintergrundstories, finde ich. Ich bin ja mal so ein Fan davon, ein bisschen mehr über die Welten zu erfahren. Na gut, ja, wischen wir erstmal unsere Nase ab. Jetzt müssen wir doch zum Bronzetor, genau, und da uns mit Dornrose unterhalten. Würde ich mal sagen, kann man uns da hinporten? Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal nach. La 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 la. Hochküste und Grapphügelfelder. Archons Schrein. Das sieht doch gut aus, würde ich sagen. Machen wir Schwaung und sind gleich da. Obwohl, ein Fußweg wäre jetzt auch nicht so weit gewesen. Hey, schön, dass ihr noch hier seid. Diese Inschriften sind faszinierend. Ja, ne? Alles deutet darauf hin, dass Jacks neue Form aus dem Bronzetor hervorkommt und dieses Gebäude der Schlüssel dazu ist. Es scheint, als benötige man die Seelen dreier Helden, um den Mechanismus zu aktivieren. Diese Dinge sind niemals einfach wie... Es dürfen auch nicht irgendwelche Helden sein. Die erste Anweisung lautet, der König der Arena. Ich schätze, ihr könntet euch selbst den Kopf abschlagen, aber dann hätte ich keinen zum Herumkommandieren mehr. Okay, mach ich. Warum besucht ihr nicht mal Donner? Er kennt die Arena in- und auswendig. Laut Auskunft der Gilde ist er in Nothul Glade. Ihr habt Jacks Maske doch noch, oder? Gut, sieht ihn zum Fangen der Seelen. Ich fasse es nicht, dass er vielleicht noch lebt. Egal, ich kümmere mich jetzt wohl besser um die zweite Inschrift. Mach mal. Ja, kleiner Held. Ich bin zurück. Der hat gerade gesprochen. Und wir haben hab's doch noch gesehen. Etwas zu erledigen. Ihr Name... Okay. Erinnert ihr euch? Habt ihr eine Vorstellung, wie viele Jahrhunderte ich danach gesucht habe? Aber seine Arbeit ist getan. Bald werde ich Kräfte haben, die eure Vorstellung übersteigen. Und ihr werdet als Erster sterben. Nein, bitte nicht. Also ich finde ja schön, wie sie dir aus diesen Inschriften, einem Schwert und einem Schild, erkennen konnte, dass es ein Held der Arena sein muss. Aber da frage ich mich bei dem hier, was könnte es denn sein? Naja. Sie wird sie ja erstmal entziffern, ne? Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu dem guten Herrn Donner und kürzen seinen Kopf. Der Gute ist ja ein Held der Arena. Und wir brauchen einen Held der Arena, stimmt's? Ich glaube schon. Ich sage das nicht nochmal. Wir brauchen keinen Helden. Zum ersten Mal seit Jahren werden wir nicht von irgendwas angegriffen, belagert oder entführt. Und jetzt lasst uns in Ruhe. Ach so, habe ich nicht vor kurzem noch dein Kind gerettet? Ihr. Dornenrose kündigt euch an. Ich sage euch, was ich weiß. Wenn ihr danach verschwindet. Oh. Wir beide wurden einst Könige der Arena genannt. Aber es gab früher viele Helden, die ein Anrecht auf den Titel hatten. Ihr solltet im blutigen Staub der Arena suchen. Es heißt, die Seelen vergangener Champions würden dort spuken und die Stätte ihrer größten Siege heimsuchen. Geht jetzt, falls ihr nach meiner Schwester nicht noch meine Seele nehmen wollt. Doch, warum will ich eigentlich zur Arena gehen? Die perfekte Seele befindet sich direkt vor eurer Nase. Was ist das denn für ein Argument? Und ihr tötetet bereits seine Schwester. Ja, funny, ne? Und trotzdem, was ist das für ein Argument? Ja, du brauchst nicht so weit laufen, Diggi. Du kannst direkt hier jemanden killen. Also, wir werden es natürlich tun, aber trotzdem, irgendwie ist das eine schwache Argumentation, finde ich. Wie spanne ich den Bogen so? Oder die Armbrust? Und... Ich erwartete nichts anderes. Lasst es uns beenden. Na, das ist ja gut. Tötet Donner und holt seine Seele. Gibt uns kein Geld, wie langweilig. Wir haben keine Großtaten übernommen. Wie langweilig. Komm her. Ich würde mal sagen...
Erste Kombi. Obwohl, das war ein bisschen doof, weil der immer umkippt, oder? Ja. Naja. Schön, wie wir mit diesem Hut da stehen. Sieht ja so ein bisschen aus wie Black Mage, oder? Dieser Hut. Und so komplett verdeckend von der eigentlichen Kleidung. Und vom Gesicht meine ich, nicht von der Kleidung. Ja, mein blutrünstiger Freund. Streck ihn nieder. Nein, er setzt Donner ein. Vielleicht heißt er auch so. Okay, der war schlecht. Komm, er soll schön erbärmlich von so einem Pfeil sterben. Traurig. Habt ihr schon die Arena-Seele? Ja, ist ja gut. Zurück, dann sehen wir, ob es funktioniert. Lasst uns jetzt mal hier unseren Ruhm genießen, dass wir unseren einzigen Helden besiegt haben. Wetter? Was ist mit dir los? Der switcht aber schnell. Ist ja schon so ein bisschen traurig, ne, eigentlich? Wenn man sich so überlegt, wie man früher dann noch als kleiner Jungspund mit der Schwester trainiert hat von ihm und er dann vorbeikam und so. Und dann bringt man ihn einfach irgendwann um. Weil man zu faul ist, um zur Arena zu laufen. Oder aus welchen Gründen auch sonst. Ich hoffe, das Teil funktioniert. Ihr müsst die Seele aus der Maske freilassen und dann... Tja, wer weiß. War das Donners Seele? Das meinte ich eigentlich nicht, als ich euch zu ihm sandte. Wie kann man das erkennen? Aber egal. Wir haben die zweite Inschrift entziffert. Sie lautet Die Heldin. Niemand passt besser auf die Beschreibung als eure Mutter Scharlachrobe. Ja, ich kenne noch jemanden anderen. Da wäre dann noch ich. Ja, richtig. Aber ich bin noch lebendig und will das auch weiterhin bleiben. Ihr müsst ihr Grab in Oakville nochmal besuchen. Das ist nicht einfach, aber Scharlachrobe hat stets Opfer gebracht, richtig? Ihr müsst? Wir müssen gar nichts. So wollte ich eigentlich machen. Ihr müsst in den Oakvale Gedächtnispark gehen, um Scharlachrobes Seele zu holen. Und seht mich nicht so an. Wie denn? Ja, ich hänge sehr an meiner Seele. Kampflos gebe ich sie nicht auf. Los geht's. Tötet Dornenrose und holt ihre Seele. Aber mit Vergnügen. Ey. Das war mies. Das war falsch. Was? Das war falsch? Ah, ich krieg Erfahrung, Mann. Nö. Das mach ich. Aua. Erfahrung erstmal aufsammeln ist viel wichtiger. Als alles andere. Ihr müsst mich erstmal finden. Schießt er vor mir. Illusionen. Der Trick eines Feiglings. Nur ein Träger. Das war falsch, du Wendehals. Was? Das war falsch, du Wendehals? Aua. Alter, jetzt haut's aber rein. Müssen wir direkt mal einen Trank trinken. Jetzt hör mal auf hier. Vielleicht seid ihr stärker als ich, aber meine Arme... Aber deine was? Ich hab nichts verstanden, tut mir leid. Also der Kampf ist schon ziemlich hart, muss man sagen. Versteht ihr? Sie spielt mit euch. Sie verdient es zu sterben. Mach mal wieder unseren guten Schild an. So. Ich hätte wissen müssen, dass ihr... Mann, ich will immer wissen, was sie sagt, aber dann ist es zu spät. Doof, ne? Und gleich ist er down. Noch ein Treffer, glaube ich. Easy. Tja, tut mir leid, Dornrose. Aber das Böse in meinem Charakter will es so. Ich wollte es ja eigentlich nicht, aber mein Charakter hat mich dazu bewegt.
Dir, liebe Dornenrose, so vertrauensselig. Es war mir eine Freude, sie sterben zu sehen. Ihr Quest ist zu Ende. Wie wollt ihr jetzt herausfinden, was die letzte Inschrift besagt? Weiß auch nicht. Ah, die älteste Seele. Tja, der Gildenmeister wäre die perfekte Wahl, nicht wahr? Allerdings. Oh, das wird mir Spaß machen. Was ist das überhaupt für eine schwammige Ungenauigkeit? Die älteste Seele. Das kann ja, keine Ahnung, ist es ab 50? Ab 60? Leider habt ihr euch für Dornenroses Tod entschieden. Ich werde zum Schrein reisen, während ihr die letzte Seele holt. Das Bronzetor darf nicht unbewacht bleiben. Okay. Ist Schnitter nicht genauso alt? Also, zumindest sieht er auch jetzt nicht jung aus. Na gut. Gehen wir mal Richtung Gildenmeister, ne? Da müssen wir hier so drücken. Hier so drücken. Heldengilde. Können wir eigentlich noch irgendwelche Quests uns abholen? Oder haben wir schon alles erledigt? Also alles an Quests, so ein paar Nebensachen kann man ja immer noch machen. Zum Beispiel Schlüssel oder Truhen oder... Willkommen, Sir. Dieser Ort ist reinstes Chaos, seit ihr fortgingt. Überall rennen Menschen mit altem Papier herum. Bücher, wohin man schaut. Und der Gildenmeister ist weg, hat sich im Gildenwald verkrochen. Aha, wir sollen keinen in seine Nähe lassen. Gefunden, die in der Inschrift erwähnte Seele. Es muss Nostro sein. Seine Seele war seit Jahrhunderten auf dem Litchfield-Friedhof gefangen. Unsere Texte besagen, dass sie im Friedhofsring sein soll, da wo ihr den Tunnel zum Bargeldgefängnis gefunden habt. Ah, da Seelen fangen? Was für ein Unfug. Ja, hau mal ab, du. Ja, viel Glück, o Held. Danke, o Junge. Keine Questkarten verfügbar, Mann. Na, ist klar. Scheiße! Los! Oh, da fängt sie an, direkt mich zu lieben. Hey! Scheiße! Wird es sogar größer? Los! Wie war das? Also ich glaube, die findet das irgendwie anziehend. Ja, sowas. Los! Wie war das? Ah? Ja, genau. Geh mal lieber ein paar Schritte zurück. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich mir was Geiles gönnen kann in Verbesserungen. Oh, nicht so. So ging es. Boah, wir sind so gut. Alles gemaxt. Wendehals. Ja, eigentlich habe ich jetzt hier nicht mehr so einen Anspruch. Sieht alles ganz gut aus. Ich glaube, wir müssen uns nicht mehr verbessern. Oh, dieser Ruckler nervt aber schon irgendwie ein bisschen. Wie euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, ist die Auflösung jetzt auf WQHD angestiegen, also auf 1440p. Könnt ihr natürlich sehr gerne gucken auf dieser einzigartigen Qualität. Da kann man es auch nochmal sehen. Hier sieht man aber nichts von Framerate. Nö, nicht wirklich. Na gut. Dann müssen wir wohl damit leben. Ich behalte euch im und Richtung Gildenmeister rennen. Ich mach einen großen Bogen um ihn. Na, mach mal. Obwohl, ich schau mal, ob man was merkt, wenn man Pausenk einstellt. Ich hoffe, die Aufnahme bleibt jetzt ganz und schön und super. Erstmal ein paar Bildfehler. Die sollen so, oder? Ich wäre noch in die falsche Richtung. Es ist trotzdem aber irgendwie jetzt nicht wirklich optimal, glaube ich. Haltet ein, o Held, und kommt nicht näher! Doch. Hey, wie konntest du von... Wie konnte ich das verstehen? Das war doch viel zu leise. Oh Gott, was passiert hier? Bildfehler. Hilfe. An euch. Es ist zu eurer eigenen Sicherheit. So, jetzt reißt! Wächter zum Angriff! Eine eigene Sicherheit? Oh, der geht aber ab. So, alles gut hier? Aua, komm mal runter. So, jetzt alles gut.
Dann gehen wir mal zum Gildenmeister und sprechen mit ihm. Im Gildenwald. Aber wir müssen noch unsere Rüstung anlegen. Also den magischen Schild. Ich erinnere mich gut an die Nacht, in der ihr zu uns kamt. Ich wusste damals schon, welch Potenzial in euch steckt. Welch große Dinge ihr erreichen würdet. So. Schade, dass es so enden muss. Merkt ihr nicht, dass Jack euch benutzt, um die Gilde zu zerstören? Das lasse ich nicht zu. Wachen! Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo du gesagt hast, ihr seht mir nicht aus wie ein zukünftiger Held oder irgendwie sowas hat er erzählt. Anscheinend kommt es dann irgendwie zu Bildfehlern, also stelle ich das mal wieder zurück. Das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir ja nicht. So. So, Leute. Ein bisschen laut hier, finde ich. Schmelzen wir uns hier durch die Wachenmächte. Nein, tötet mich nicht. Please. Der kriegt irgendwie manchmal ein Schild, aber irgendwie doch nicht. Ganz merkwürdig. Ihr wisst, was er da tut? Ja, eigentlich schon. Ich bringe gerade Wachen um. So, weiter. Weil da geht's, ne? Daneben, scheiße. Ach, erinnert ihr euch noch, wo wir hier Käfer besiegt haben? Das ist doch fast genauso. So ein paar Maden kämpfen wir hier tot. Ey. Bald ist euer Gesundheitszustand schlecht. Wow. Spielt da ein bisschen auf die... Euer Gesundheitszustand ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Meldung an. So, ein paar Tränke trinken. Zack. Als mich Mace verriet... Wusste ich, dass er ein Feigling war. Aber ihr, ihr seid die größte Enttäuschung von allen. Ihr habt zu viel Macht erhalten. Sie hat euch verdorben. Aber es ist nie zu spät zur Umkehr. Hört jetzt auf. Und es gibt noch Hoffnung für euch. Für uns alle. Bitte, lasst mich euch zum Friedhof teleportieren. Nehmt stattdessen Nostros Seele. Ja, komm, ich bin eigentlich ein Bösewicht in diesem Spiel, aber das kann ich nicht übers Herz bringen, den armen Gildenmeister umzubringen. Von daher nehmen wir mal sein Angebot an. Ich wusste, in euch ist etwas, mit dem man vernünftig reden kann. Ihr solltet sofort zum Friedhof aufbrechen. Dort findet ihr die Seele von Nostro. Das allein zählt jetzt. Okay, dann bringen wir wohl Nostro zur Strecke. Da sind wir am Litchfield-Friedhof. Kann man theoretisch jetzt sich nochmal umentscheiden und zurückgehen? Das wäre irgendwie auch lustig. Na gut, auf jeden Fall würde ich sagen, war es das hier erstmal mit der Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.